Salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Eigentlich wollte ich den morgen früh machen, Mittwochmorgen, aber ich habe halt Lust drauf. Und das hängt damit zusammen, das war insgesamt ein Weltklasse-Tag heute. Das war der klassische, perfekte Turnaround Tuesday für den DAX, für Nasdaq. Nicht ganz so für den Dow, das war jetzt nicht so besonders, aber Nasdaq hat richtig Spaß gemacht. Und DAX war auch fein. Vor diesem Hintergrund, wir haben jetzt 20.50 Uhr, warte ich jetzt gar nicht auf den Schluss, weil ich finde, dass es hier genügend Signale gibt, dass man da einen sinnvollen Film draus machen kann. Also, der Nasdaq. Überall im Netz lese ich Crash und ich kann es gar nicht mehr hören. Ja. Und vor allem die Techies. Ja. Ich habe mir das heute mal angeschaut. Das ist der Nasdaq. Hier sind wir bei Corona. Wo ist mein Fadenkreuz? Hier sind wir beim Corona-Tief. 18.03.2020. Da war der Freund bei 6.761. Und da war er auf fast 17.000 noch im Dezember diesen Jahres. Das, was der hier macht, deswegen habe ich extra diese Fibos hier angelegt, das ist nichts anderes als ein Atemholen. Das ist 38er Retracement. Ich habe heute eine Lehrstunde gehabt in YouTube, wie man das alles besser macht. Deswegen, ich habe festgestellt, 40% von euch schauen das über das Handheld, über so ein Handy. Wahnsinn, das wusste ich nicht. Deswegen muss ich jetzt also in Zukunft hier mehr reinzoomen. Das 38er Retracement ist bei 12.943. Da sind wir relativ gut durch. Und vom Fibonacci her sind wir bei 11.763 beim 50er Retracement. Also wenn ihr das jetzt muss ich es leider ein bisschen rauszoomen, wenn ihr das mal seht von Corona, wie das Ding gestiegen ist, ist das, was sie haben, das ist kein Crash, das ist ein Atmen. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht, mir mal angeschaut, was so im letzten halben Jahr alles im Plus und im Minus ist. Von den 100 Werten sind 28 Werte im Plus. Es sind aber weitere 41 Werte besser als der Nasdaq selbst. Der Nasdaq hat in der Spitze jetzt, das war gestern oder auch heute noch während des Tages, 28% verloren. Da sind also 41 Werte besser plus den 28 Werten, die im Plus sind. Und in den Pluswerten, da gehört auch Apple dazu. Da sind wir also ganz grob bei 70 und 30 Werte haben halt erheblich mehr, also teilweise erheblich mehr verloren als der Nasdaq. Da sind wir, der schlechteste Wert ist DocuSign, gefolgt von Netflix und da ist natürlich auch PayPal dabei. Also manche Werte, die kenne ich überhaupt nicht. Ne? Also ich gucke ja auch nicht laufend auf die Einzelwerte im Nasdaq. Ich habe heute nicht nur den Nasdaq gekauft, und zwar als der Stand bei 12.180, das habe ich in meinem Chat bekannt gegeben, mit einem 11.000er K.O.-Schein. Das war das eine. Ich habe aber auch gekauft Netflix, ich meine, ich glaube im Dezember das erste Mal gesagt, ich habe es im Januar nochmal gesagt, ich war für mich nicht sicher, behalte ich das oder nicht. Und das ist für mich so eine Art, logischer Stop dahingehend, dass es irgendwann ist die Anzahl der maximalen Abonnenten erreicht. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Mir gefallen die Serien nicht mehr, dann erhöhen sie immer wieder die Preise, dann wollten sie das Modell ändern. Also ich habe eine Lizenz für 4, jetzt muss ich, wenn es doof läuft, muss ich 4 Lizenzen kaufen. Da habe ich keine Lust zu, will ich nicht. Also ich habe immer wieder gesagt, ich glaube, ich schmeiße das raus. Die haben Milliarden verloren an Börsenkapitalisierung. Das ist unglaublich. Interessant war, dass ich glaube im Januar, als sie dann runtergingen auf, ich glaube es war 340, also waren sogar noch tiefer, hat er Bill Ackman gekauft. Bill Ackman finde ich, das ist ein richtig cooler Typ. Ich mag den mehr als die Katie von Ark. Klingt gleich wie Katie von Ark. Nein, die Katie von Ark Fonds. Ich mag den, ich finde, das ist ein sehr sympathischer Typ und er hat dann am 25.04. gesagt, das war nicht gut, ich habe sie bei 43 gekauft, jetzt sind sie bei 200, raus damit. Wir ärgern uns über Hunderte oder Tausende oder Zehntausende Euro und der Junge hat 400 Millionen verloren. Aber Chapeau hat gesagt, ist nicht mein Ding, raus damit. Also geht mal in euch, ja, wenn ihr das gemacht hättet, so nach dem Motto, oh, ich liege hier und da schief. Ja, statt immer wieder dazu zu kaufen, einfach zu sagen,
nee, ich schneide mich jetzt ab und war halt nichts. Ja. Ich glaube, ihr hättet erheblich Geld gespart. Also deswegen Chapeau für den Typen, hat er super gemacht. Ich habe heute Nasdaq gekauft, nicht Nasdaq, ich habe heute Nasdaq auch gekauft, aber ich habe heute Netflix gekauft. Eine Dollarbasis 153, weil ich denke, sie haben jetzt, ich glaube, 78% oder sowas verloren. Das ist das eine. Bei mir gibt es verschiedene technische Indikatoren, die auf eine Stabilisierung hindeuten. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ich habe aber auch schon vor einer Woche bei, wo war denn das, 190 oder sowas, Kleinigkeiten gekauft. Diese, was ich immer sage, Schnüffelstücke. However, für Bill Ackman, also es tut mir wirklich leid, ja, aber nochmal Chapeau. This was not a love song. Kennt ihr das? This was not a love song. Da war vor ein paar Tagen Joko und Klaas gegen den Rest der Welt oder irgend sowas. Und ich habe da ab und zu mal durchgesappt und da war immer eine Moderatorin, die hatte ein T-Shirt an. Sex Pistols, never mind the bollocks. Sex Pistols haben wir, das ist aus meiner Jugend, die Jüngeren werden das nicht kennen. Das war eine Band, der Bandsinger, der Master Singer, der hieß Johnny Rotten. Is this Johnny Rotten? No, I never use it twice. Und da gibt es also eine CD, Nevermind the Bollocks. Und dann drücken sie ihr das T-Shirt auf, dass sie das anziehen musste. Meine Güte. Die ist jung, ich glaube, die weiß noch nicht mal, wer Johnny Rotten ist, geschweige denn die Sex Pistols, oder weiß, was das heißt. Ja, also zum Glück haben sie kein T-Shirt gegeben, von wegen Friggin' in the Riggin' oder so. Um Gottes Willen. Ach, wie auch immer, das war schöne Zeit. Johnny Rotten, Weltklasse. Fehlt mir. Aber gut, jetzt gehen wir mal zu dem Index selbst hier. Was ihr hier seht, und ich habe ja heute gelernt, ich muss das ranzoomen, das mache ich. Wir haben hier diesen Trendkanal. Sowas habt ihr, kennt ihr von mir, von Bayer. Da sowas ähnliches haben wir auch im DAX, ja. Oberbegrenzung ist, das ist der das ist der Tageschart, ist bei 14.700. Wir sind an der unteren Begrenzung. Und diese blaue gedashte Linie hier, die ist echt super wichtig. Die kommt nämlich hier vom 8.3. Die kommt hier hinten vom November 2020 oftmals ein Zwischenhoch gewesen, bevor wir dann richtig durchgezogen sind. Nochmal aufgesetzt. Der Mario Schweiz nennt sowas Abschiedskuss. Hier hatten wir es auch als Widerstand. Ist für mich eine ganz wichtige Marke. Und die hat jetzt zweimal hintereinander gehalten. Das, was hier aussieht, jetzt um 20:58 Uhr wie ein Umbrella Doji, ist meines Erachtens nach keiner, weil wir den Tiefskurs von gestern, so wie ich das hier auf meinen Chart sehe, nicht unterboten haben. Also das heißt, wir sind schlicht und ergreifend an der unteren Begrenzung von diesem Trendkanal und wir haben das hier gehalten. Fibos, wichtig, 11.763. Ich habe also heute einen 11.010er Call gekauft. Für mich sehr untypisch, weil das ist lediglich ein 10er Hebel. Für mich ist das wenig. Ich bin meistens so im Bereich 20 bis 50 unterwegs. Aber ich war mir auch nicht sicher, wenn da irgendeine Aktie nochmal kommt, dann ist das nicht so schön. Wir haben aber jetzt hier, ich habe das einfach dann probiert, mit großem Abstand, weil mir auch eins auffällt. Der Abstand zwischen dem Nasdaq und dem DAX, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, der war in den letzten Wochen so zwischen 500 und 600. Und jetzt gerade eben im Moment, wenn ich das rechne, sind es 1.150 Punkte. Und es waren zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Schein gekauft habe mit 11.38, waren das 1.350 Punkte. Das ist viel. Die Idee war einfach, kauf einen Call im Nasdaq und kauf einen Put im DAX. Und irgendwann muss ich mich entscheiden, welche Seite mache ich zuerst. Und ich war der Meinung, vor dem Hintergrund der Technik, auf die ich gleich eingehe, dass ich kaufe erstmal den Call im Nasdaq. Ja, das war 12.100, weiß ich, 70, 80, irgend sowas. Und habe ich gekauft und dann geht das Ding jetzt 300 Punkte steil. Eigentlich, ich habe also nur Teile gekauft dessen, was ich haben wollte. Wie gesagt, diese Schnüffelstück-Geschichte. Aber das waren also auch 20% oder 15% dessen, was ich haben wollte. Dann ist das Ding 300 Punkte gestiegen. Dann nehme ich das auch mit. Das ist innerhalb von 2 Stunden 30%. Das finde ich okay, damit kann ich leben. Ich habe also noch Teile und werde die auch behalten. Sollte der Nasdaq, der jetzt bei 12.440 steht, irgendwie nochmal runterkommen auf den Bereich hier, da, 12.170, werde ich die auf jeden Fall wieder aufbauen. Also mir gefällt es hier und damit komme ich jetzt mal mehr in den Chart rein. Wir sind
am unteren Band gewesen waren, ganz leicht raus, sind wieder rein mit diesem, tja, von der Form her Umbrella Doji. Aber wir haben noch eine Stunde. Wir sind insgesamt weiterhin negativ über das MACD, über die traditionelle Sichtweise, werden aber leicht positiv hier über die moderne Sichtweise. Die Stochastik dreht leicht hoch. Wenn ich jetzt diese beiden Kerzen so sehe, kann ich gar nicht so viel erkennen, aber ich will es euch mal so zeigen hier, indem ich mal die Stunden schaue. Das ist wie so eine kleine Art Rounding Bottom. Das sind etliche Stunden. Das hier war um 17 Uhr gestern. Und dann geht er nochmal drunter, geht auch drüber. Und das war eine fiese Geschichte hier. Da war ich zum Glück nicht dabei. Dann ist das so ein Rounding Bottom. Und jetzt sind wir hier am 20er gleitender Durchschnitt auf 60-Minuten-Ebene. Hat schon ordentlich hochgedreht. Ja, ist aber kein Verkaufssignal. Ist komplett überall positiv. Hier auch Histogramm. Lang, kurz, kurz. Das ist schön. Dann setzt er noch mehr auf. Das heißt, auf Stundenbasis haben wir hier so eine Art Doppelboden. Und genau an dieser gedashten blauen Linie. Also, wie gesagt, ich höre überall Crash bei den Techies. Und damit meinen sie dann gleich einen ganzen Nasdaq. Das sind nur 28%, was er gemacht hat. Ich halte das nicht für zu viel. Das ist völlig in Ordnung. Und nach dem Weg, den der gemacht hat, hat er sich jeden Imbiss verdient. Vor diesem Hintergrund werde ich den also in den nächsten Tagen und Wochen, Ukraine hin oder her, tendenziell eher long spielen. Ich nenne euch gar keinen Put. Besonders interessant wird es, wenn wir über die 13.550 gehen mit einer Stundenkerze. Dann wird es richtig witzig. Aber ich denke, der baut hier an einem Boden. Und der Schein, den ich habe, das ist also ein 11.010er von der UniCredit mit der Kennnummer HR0LKL. HR0LKL, da sind wir also weit, weit hier drin, da sind wir hier. Kleiner Hebel, bitte, wenn ihr das macht, macht es so, kauft ein Teil, behaltet euch immer ein bisschen Pulver trocken, weil es kann morgen eine noch schlechtere Nachricht aus der Ukraine kommen. Ich persönlich stelle fest, dass da jetzt alle Leute wollen nach Kiew gehen und also Politiker und auch die Frau von Biden, also ich würde meine Frau da nicht hinlassen. Ich habe nicht verstanden, warum der das macht. Ja. Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, da passiert ja irgendwas. Was? Nee, also das, ich verstehe das nicht. Aber gut, das müssen die wissen. Mutig war es allemal, wenn nicht gleich verrückt. Also, ich bin der Meinung, der Nasdaq hat hier oder ist hier dabei, eine Bodenbildung zu finden. Ich rechne damit, dass wir wenigstens bis zur 20-Tage-Linie gehen. Noch schöner wäre ein Überbieten der 13.550. Sehe ich jetzt momentan nicht, aber erstmal hier den Weg da hoch. Ich mag den, ich mag auch Netflix und ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.